Und das sind die Themen der heutigen Sendung. Viel Spaß und Abwechslung beim Ferienpassabschluss im Brucker Freibad. Viele Teilnehmer und einen neuen Streckenrekord beim 23. Madareka Mountainbike-Rennen und das Wetter morgen wieder sonniger und warm. Der Ferienpass der Stadt Bruck an der Mur ließ auch dieses Jahr in den Sommerferien bei Kindern und Jugendlichen keine Langeweile aufkommen. Dank der engagierten Beteiligung von Vereinen, Firmen und Institutionen aus der Region gelang es den Verantwortlichen um Gernot Schwimmer und Aisha Khosravi, ein vielfältiges und reichhaltiges Programm auf die Beine zu stellen. Spiel, Spaß und Abenteuer waren bei sportlichen und kreativen Aktivitäten garantiert. Man sieht es ja auch von Jahr zu Jahr, wie das am Steigen ist, dass die Kinder merken, dass hier was passiert, dass da so viele Vereine, so viele Organisationen auch dahinter sind und sehr engagiert sind, damit die Kinder auch Neues wieder erleben, Neues entdecken und auch für sich etwas Nützliches machen. Den krönenden Abschluss des Ferienpasses bildete das große Abschlussfest im Freibad auf der Brucker Muhinsel. Bei Spielestationen der Askö Steiermark und Fratz Graz hatten die Kinder die Möglichkeit, ihre Geschicklichkeit unter Beweis zu stellen, konnten basteln und bauen, beim Feldhockey ihre Energie freien Lauf lassen oder den Boulderturm erklimmen. Du baust da was. Was wird denn das, was du da machst? Insgesamt eine Brücke. Ich weiß nicht, wie lang die werden sollte, aber auf jeden Fall wird sie lang. Ist es sehr schwierig? Nein. Die Brücke ist sichtbar wunderbar, aber was ist das da vorne? Das da vorne ist insgesamt der Eingang, damit man weiß, dass die Brücke da beginnt. Und ja, falls mal ein Sturm kommt, könnte man dann da ein Auto runterpacken. Hinter dir ist jetzt gerade was umgefallen, das war ziemlich hoch. Wird deine Brücke stabil genug sein? Ja, die müsste richtig stabil sein. Vom bunten Treiben im Freibad machte sich auch der Bürgermeister der Stadt Bruck, Hans Strassecker, ein Bild. Ja, ich bin nicht nur stolz, sondern auch dankbar, nämlich einerseits dankbar den Brucker Vereinen gegenüber, weil die sind diejenigen, die überhaupt diesen Ferienpass ermöglichen. Die Brucker Vereine bringen sich hier ein, laden die Kinder ein, um ihre Vereinsaktivitäten, sei sportlicher Natur oder auf anderem Gebiet, den Kindern auch näher zu bringen. Und stolz natürlich auch, dass wirklich so viele Brucker Kinder dieses Angebot der Stadt auch entsprechend annehmen. Es ist wirklich alles dabei, ich sage mal, für die Sportbegeisterten genauso wie für die Kreativen. Das ist auch ganz wichtig, denn nicht jeder möchte unbedingt jetzt Tennis spielen oder irgendetwas anderes, sondern wir haben auch Malerei dabei gehabt. In der Kreativwerkstatt ist auch wieder sehr gut das Angebot angenommen worden. Und das macht eigentlich den Ferienpass aus. Und da sind wir natürlich sehr dankbar, dass wir so tolle Vereine und auch Institutionen in unserer Stadt haben, die das Jahr für Jahr möglich machen. Und die Kinder, die freut es und die haben tolle Ferien und das ist eigentlich das Wichtigste. Für uns. Als Dankeschön für die rege Beteiligung beim Ferienpass bei 91 Veranstaltungen gab es insgesamt 1238 Teilnahmen, überreichte Sportreferent Christian Mayer den eifrigsten Ferienpass-Teilnehmern Chantal Seifert und Oliver Kohlbacher mit je 21 Teilnahmen sowie Niklas Sterner und Aurora Mayer mit jeweils 19 Teilnahmen Softshelljacken und einen Scooter. Auch die Gewinnspielsieger freuten sich über ihre Sachpreise. Eine gelungene Veranstaltung dieser Ferienpass der Stadt Bruck an der Mur. Zum 23. Mal wurde das Madareka Mountainbike Volksrennen vom Radclub Merlbruck-Mur ausgetragen. 160 Teilnehmer haben sich angemeldet, um die 7 Kilometer und 500 Höhenmeter auf das Madarek zu bezwingen. Der Streckenrekord liegt bei 21:30. Diesen zu unterbieten wurde durch ideale Wetterbedingungen begünstigt. Punkt 10 Uhr erfolgte auf der Murinsel nähe Schwimmbad der Start. Wer den Massenstart gut überstanden hat und vorneweg die erste Linkskurve passiert, hat auf alle Fälle gute Chancen. Nach 2 Kilometer bei Kilometer 5 geht's dann erst so richtig los. Und für Radprofis ist klar, Kräfte richtig einteilen ist wichtig. Und das dürfte Helmut Bitzel diesmal optimal geschafft haben. Denn er geht mit einem neuen Streckenrekord 21:14:50 ins Ziel.
Der Helmut Bitzel war ja als Vorjahrssieger Favorit und hat heute wieder zugeschlagen. Ja, es ist mir wieder gelungen, dass ich da als erstes wunderschönen Matarek angekommen bin. Natürlich, heute waren die Verhältnisse ein bisschen besser oder einiges besser wie im Vorjahr, wo relativ ein tiefer Untergrund war, aber heuer war es ja fast wie asphaltiert drauf. Ja, und 21:16, die Siegerzeit, und die ist ja nicht von schlechten Eltern. Das ist richtig, ja. Heute habe ich nicht taktieren brauchen, weil heute war ich praktisch vom Start weg alleine und habe mein Ding durchziehen können. Wie viele Rennen fährst du so Bergrennen im Jahr? Ja, grundsätzlich kann man sagen, so pro Wochenende ein Rennen. Und wie oft trainierst du in der Woche auf das hin? Ja, 5 bis 6 Mal muss man schon, sage ich mal, dass man das zustande bringt, sollte man schon am Rad sitzen. Als Zweiter ging Patrick Brieler, URC Maria Zell, durchs Ziel. Und Riawetz Christian vom RC Elektro Merlbruck war als Dritter am Matarek angekommen. Die Schnellste in der Damenklasse war Kerstin Schaunitzer vom MPC Krieglach mit 31,28. Du hast als schnellste Dame den Berg bezwungen. Wie ist das Gefühl, da als Siegerin da zu stehen? Super, aber ich muss sagen, die Dallinger Arena war meine einzige Motivation. Und ohne meinen Arbeitskollegen hätte ich es wahrscheinlich nicht geschafft, der was mich ganz aufgepusht hat. Der steht da drüben. Aber du hast wahrscheinlich schon eine gute Vorbereitung auch gehabt im Vorfeld. Ja, das schon. Aber ich habe immer schon die Zeiten durchgeschaut von der Arena und ich habe gesagt, das will ich heuer schaffen. Und ja. Wo war die Schwierigkeit da auf der Strecke? Ganz am Anfang, weil ich beim Start ziemlich viel Angst gehabt, weil so viel gleichzeitig gestartet sind. Aber es hat sich ziemlich schnell aufgelockert. Gudrun, wie ist dir heute gegangen da? Ja, mir ist es super gegangen. Die Straßen ist sowieso super in Ordnung. Nein, es war ganz toll und ich habe eine totale Motivation heute gehabt. Es ist mir ganz, ganz gut gegangen. Ich bin total zufrieden. Heinz, das ist wieder eine ganz, ganz eine tolle Veranstaltung und die ist geschlagen. Das Wetter ist schön. 160 Teilnehmer, eine Top-Veranstaltung. Ja, wir sind alle sehr happy als RC Elektro Merlbruck, weil es ist immer sehr viel Aufwand dahinter, das zu organisieren. Es helfen so viele Leute mit. Und natürlich ist der Wettergott, wie es ausschaut, seit vielen Jahren auf unserer Seite und das macht auch sehr viel aus. Nicht? Und ich glaube, dass das hoffentlich so weit wird, so bleiben wird. Zufrieden ist auch Brucks Bürgermeister. Diese Veranstaltung hat ja schon gute Tradition und die Veranstalter verdienen sich auch dieses Kaiserwetter. Was kann es Schöneres geben, als bei diesem Wetter ein Bergrennen zu fahren? Wirklich viele, die wieder mit dabei waren, und ich darf dem Veranstalter wirklich sehr, sehr herzlich gratulieren zu dieser tollen Sportveranstaltung in unserer Stadt. Auch Brucks Sportreferent Christian Meyer ist erfreut über die gut organisierte Veranstaltung. Ja, es ist immer wieder schön zu sehen, wie gut diese Veranstaltung angenommen wird. Heuer wieder weit über 100 Teilnehmer. Das ist wirklich gewaltig. Das Wetter passt, die Strecke ist wunderschön und es ist super, dass so viele Vereinsmitglieder, aber auch andere diese Veranstaltung so hervorragend annehmen. 21:14:50 ist der neue Streckenrekord. Ist da noch was zu verbessern? 2016 wird man auf diese Frage beim 24. Matarecker Mountainbike-Volksrennen eine Antwort haben. Übrigens, am Sonntag, den 27. September 2015, gibt es die nächste Gelegenheit beim Baracup im Utschgraben Bruck-Obereich. Drei junge, hübsche Damen. Heute war es noch einmal wechselhaft und bewölkt bei Maximalwerten um die 20 Grad. Morgen gibt es mehr Sonne und auch die Temperaturen steigen auf Höchstwerte um die 25 Grad an.